Ich tue mein Bestes. Und gleich auch Belagungskanonen, die wir mit einsetzen werden. So, wir brauchen nur wenige Scharfschützen tatsächlich, um das wirklich hinzukriegen. Ja. Wie ihr wünscht. Ja. Haben wir Stufe 5 Truppen hier? Ja. Die haben höhere Reichweite. Mir Befehl. Das ist Stufe 4 Truppen. Ja, gut genug. Euer Wunsch ist so, ihr habt euren Spotter-Kunchi. So soll es sein. Angriff! Dann müsst ihr euch erlauben, absolute Schwachsinnschüsse hinzukriegen. Auf in den Kampf! Feinde greifen euch an. Sofort! Ich tue mein Bestes. In Ordnung. Wie ihr befehlt. Auswechseln, übernehmt. Attacke! Ihr habt höhere Reichweite. Das heißt, der Job ist bei euch. Ja, Herr. Bis in den Tod. So, können zwei Trupps oder muss es wirklich nur ein einziger sein? Wahrscheinlich muss es wirklich der einzige sein. Die besten, die wir haben. Das heißt, wir können aber... Ach ja, genau. Wir sollten Eric und Mary mal nachschicken. In Ordnung. So, dieser Turm muss halt weg, damit wir einen vernünftigen Schuss auf diesen Turm hier oben kriegen können. Sabotage können wir vergessen. Das wird nichts werden. Ja, mein Herr. Unsere einzige Sabotagechance haben wir soweit genutzt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Nur Mut. Wir werden siegen. Nur Mut. Wir werden siegen. Ihr werdet angegriffen. Werden wir? Ja, die schießen ein bisschen zurück, aber das ist in Ordnung. Wir können nicht reparieren. Und es bringt nichts, die Truppen zu töten, wenn die einfach nachkommen können. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wird gemacht. Das kann ich. So, zieht euch mal zurück. Ja. Jawohl, so soll es sein. Belagungskanonen allerdings können aufräumen. Drum wollen wir ein paar mehr von denen. Ja. Von Leonardo können wir keine weiteren Technologien kriegen? Nein. Nein, das ist enttäuschend. Und eure Siedler werden gesegnet. Bessere Rüstung kriegen wir auch nicht, obwohl wir sie brauchen würden. Eure Priester segnen. Wir erreichen die 300% nicht mehr. Warum? Sind uns Ziergebäude abhanden gekommen? Ist das, was passiert ist? Dazu habe ich jetzt so gar keine Lust. Sofort! Ja. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ich hab getan, was ihr wollt. Ich glaube, uns sind irgendwo Ziergebäude abhanden gekommen. Ich weiß aber nicht wie oder wo, aber Dario ist hier gewesen. Natürlich. Jawohl. Sofort. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So, jetzt erreichen wir 300% wieder. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ich tue mein Bestes. Es ist Zahltag. So. Dieser Kunchi erfüllt gerade keinen direkten Dienst, also muss er hier rüberkommen. Ja. Für euch doch immer. Schaut in die Ferne. Die Belagungskanonen werden das ausdünnen können. Dafür wollen wir sie haben. Ja, mein Herr. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ich habe bei 10 Stück. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Gehen wir auch auf 12. Was soll es denn?
sicher gehen, dass wir nicht aus ins Kanonenlimit geraten. Wir müssen die riesige Horde halt ein bisschen loswerden. Sieht durch ein kleines Stückchen. Seht her. Schaut in die Ferne. Seht her. Seht durch mein Fernglas. Die haben auch ein geschlossenes Tor. Die kommen hier gar nicht raus. Der Tag der Abrechnung. Das wären die Leute gewesen, die uns angreifen wollen würden. Aber die haben wir ausgeschaltet. Das ist gut. Seht her. Ich zeige euch den Weg. Das heißt, wir können bis hier oben vorrücken und vielleicht versuchen, das Gefängnis dementsprechend ein bisschen zu bestürmen. Wir erledigen das. Jawohl. Interessant. Ja, mein Herr. Sofort. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden. So, wir brauchen natürlich Sichtweite. Sichtweite ist der entscheidende Faktor für alles. Wie ihr befehlt. Yep. Wo ist Pilgrim? Ja, also, du bist auch zurückversetzt worden. Natürlich bist du das. Wird gemacht. Gruppe 3. Der Tag der Abrechnung. Steuern Gruppe 5. Sold werden gezahlt. Wir machen euch dann doch zu Gruppe 4. Wir erledigen das. Ich tue mein Bestes. Und funktionieren die hier um zu Gruppe 5. Sofort. Ja. Eisenkanonen sind zwar super für ihre spezifischen Aufgaben, aber hier brauchen wir Reichweite und Massenvernichtungspotenzial. So soll es sein. Sicher. Helden übrigens. Sicher. Brauchen wir hier auch. Ja. Quick Save. Die Aufgabe der Helden wird daraus bestehen, dass beim Schuss, der unweigerlich kommen wird, auf sich zu ziehen, damit unsere Kanonen ihre Arbeit machen können. Damit, wenn wir hier aber zu weit. Die Mauer hier ist nicht zerstörbar. Das ist gut. Sicher. Ein Held ist in großer Gefahr. Ja, natürlich. Ja. Nichts lieber als das. Die da oben mag ich nicht. Attacke. Kanon? Nein, ich tue Kanon. Mein Bestes. Reguläre Geschwindigkeit. Wird gemacht. Huch, die sitzen hier am Mauern wieder hier hin. Jetzt könnt ihr Zeit. Ah ne, die Mauern waren einfach nicht in Sichtweite. Das ist, was der Fall gewesen ist. Kanon. In Ordnung. Tritt euch ein. Wir kümmern uns darum. Attacke. Das war einfach nicht in Sichtweite, deswegen, dass die Mauer wäre hier zerstört worden ohne jeden Grund. Auf in den Kampf! Ihr werdet angegriffen. Mit Vergnügen. Was? Kunshi, nein, wir brauchen dich. Besonders Seht dich. Durch mein Fernglas. Ja, mein Herr. Es ist Zahltag. Ja, mein Herr. Gern. Wie ihr befehlt. Lass das, Schafi. Angriff. Für Ruhm und Ehre. Kanonen, hört auf mich zu verarschen. Ihr habt die Reichweite und ihr wisst das. Die Bäume müssen weg. Okay, wir kommen an die hinteren Sachen nicht wirklich ran. Seid unbesorgt. In Ordnung. So soll es sein. Jawohl. Das ist blöd. In Ordnung. Ich tue da reicht unsere Reichweite leider nicht für aus, oder? Mut. Doch. Wir kommen zum Turm. Siegen. Okay, die vorderen Türme, dass wir sie platt kriegen würden, war klar. Die hinteren werden das wirkliche Problem sein. Für Ruhm und Ehre.
Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Zahltag. Ja. Auf in den... Belager sie, los. Ah. Attacke. Angriff wird gemacht. Ja. Jetzt sind wir im Volk bei 100 angekommen. Bis in den Tod. In Ordnung, wie ihr wünscht. Lehrt sie das Fürchten gern. Gruppe 0, da ist ein Baum. Okay, wir können den Baum nicht erreichen. Schade. Ich dachte, wir können das im Weg räumen vielleicht. Seid unbesorgt. Wir kümmern uns darum. Ja, mein Herr. Und ich ein kleines bisschen mehr gewinnen. Unsere Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Fünf, wir halten eine gewisse Belagerung hier durch. Das Wetter wird umschlagen. Regen steht uns bevor. Es regnet. So, der Vorteil von Kanonen zumindest, sie sind kontrollierbarer als Scharfschützen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Suizidlust ausleben, ist geringer. Für Ruhm und Ehre. Nicht null, sie ist niemals ganz null. In Ordnung. So soll es sein. Kannst du dahin? Ja, mein Herr. Das kann ich. Euer Wunsch ist mir Befehl. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So soll es sein. Angriff! Lehrt sie das Fürchten. Okay, den Turm erreichst du. Das ist gut. Nur Mut. Wir werden siegen. Der Sommer steht kurz vor der Tür. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. So, bewegt drei Kanonen hier entlang. Das kann ich. Da wir hier nicht großartig weiter vorrücken können. Für Ruhm und Ehre. Weil der ganze Spaß ganz genau außerhalb unserer Reichweite liegt. Lehrt sie das Fürchten. Ich tue mein Bestes. Ja, mein Herr. Aber wirklich haargenau außerhalb unserer Reichweite. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ah, was gäbe ich nicht, wenn es irgendeinen Weg hier gäbe, hier hochzukommen. Es ist Zahltag. Wir erledigen das. Das kann ich. Wir kümmern uns darum. So, was gut ist, doppelte Tore erlauben für ganz viel Spaß. Wir erledigen das. Ausbau vollbracht. Jawohl. Ja. Wir erlauben uns nämlich solche Manöver. Das kann ich. Wie ihr befehlt. Es ist Zahltag. Auf in den Kampf! Für Ruhm und Ehre, wie ihr befehlt. Ihr werdet angegriffen. Lehrt sie das Fürchten. Ihr habt die größte Reichweite von irgendwas in diesem Spiel. Bitte verlasst euch darauf. Ergreift sie. So, wir können die Mauern hier einstampfen. Hier wurden ganz schön hart gemacht. Lehrt sie das Fürchten. Es ist Zahltag. Also wir machen das werden wir gerade hauptsächlich alles los, damit wir in der Lage sind, hier gegen den Gegner sofort vorzugehen. Hier, Kunst, komm mal hier rüber. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Kundschaft. Wir werden siegen. Sieht durch mein Fernglas. Man schiebt deinen Blickwinkel nach hier hin. Auf in den Kampf. Diese Mauern müssen weg, weil die uns nur stören werden, wenn wir versuchen werden, hier eine Verteidigungsanlage aufzustellen. Nur Mut! Wir werden siegen! Bis in den Tod! Lehrt sie das Fürchten! Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Es bringt nichts, unsystematisch vorzugehen, wie immer. Ja, was schreibt er gerade? Okay, kann ich gerade nicht eingehen?
So. Attacke! Zumindest nicht direkt. Ah, so. Ergreift sie! Das Wetter wird umschlagen. Regen steht uns bevor. Es ist Zahltag. Es regnet. So und so. Das ist noch von Relevanz. Das heißt, es muss geregelt werden. Auf in den Kampf! Für Ruhm und Ehre. Kunchi. Wir sehen die ganzen Leute da hinten nicht. Ein Schwefelschacht oh. ist bald völlig ausgebaut. Oh. Oh, das wird unangenehm. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Es ist Zahltag. Macht sie nieder! Lehrt sie das Fürchten! Bald wird es wieder wärmer werden. Auf in den Kampf! Wir können halt wirklich gerade nur ganz systematisch versuchen, diese Horde hier auszudünnen. Die Sonne kehrt zurück. Hin und zu speichern, weil das wichtig ist, und die Uhr wieder anzumachen, fällt mir gerade auf. Angriff! Auf die Mauer zu schießen sorgt nebenbei übrigens noch für Kollateralschäden, die sehr nützlich für uns der sind. Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden getan. Die werden wahrscheinlich ausrasten, sobald wir den Berg hochkraxeln. Dementsprechend. Angriff! Ja, das Beschießen der Mauern ist eine gute Idee. Das nimmt halt einen guten Teil der feindlichen Armee hier noch nebenbei mit. Bis in den Tod. Aber erst müssen wir die Truppen beschießen da hinten. Die frischen sich auch unterwegs wieder auf, fällt mir gerade auf. Das ist diese Art von Armee. Lehrt sie das Fürchten. Ergreift sie. Und wenn man die stark genug auslöscht, dann löschen sie sich komplett. Es ist Zahltag. Ergreift sie. Nur Mut. Wir werden siegen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Auch wenn einige von denen echt nicht aufhören wollen, am Leben zu sein. Auf in den Kampf! Bis in den Tod! Verteidigt euch! Attacke! Es ist Zahltag. Wir erledigen das. Okay, sie haben sich selbst Attacke. Gelöscht jetzt. Genug Verlust erlitten. Selbstmord begehen, Kollektiven. Dann geht es ganz einfach an die Mauern hier. Ergreift sie! Eine eurer Schwefelschächte ist erschöpft. So. Für Ruhm und Ehre! Es ist Zahltag. Ergreift sie! Okay, der hat es jetzt ausgelöscht, weil er gesehen hat, dass wir auf ihn gezielt haben. Gut. Dafür sind wir genau die Richtigen. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Interessant, dass der Kanonturm nicht feindlich ist. Könnte es ein Fehler gewesen sein? Ergreift sie! Oder wird er gleich noch feindlich? Seht durch mein Fernglas.